Und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Diese Folge widmen wir uns nur Legion. Wir machen seine Loyalitätsquest. Andocken. Heretikstation. Sämtliche nützliche Technologien auf dieser Raumstation, von den Quarianern einst Harata genannt, wurde von der fliehenden Migrantenflotte mitgenommen, als sie den Perseusnebel vor 300 Jahren verließ. Da die Station danach kaum noch mehr war als eine dahintreibende Metallhülle, wurde sie im Jahr 2050 CE von den Sternkarten entfernt. Scans deuten darauf hin, dass die Station in einem gewaltigen Kraftakt, der mindestens 10 Jahre gedauert haben muss, wieder aufgebaut und modernisiert wurde, was wiederum den Schluss zulässt, dass es schon vor dem berüchtigten Angriff auf Eden Prime geht, außerhalb des Nebels gegeben haben könnte. Es wäre kaum mehr als eine Treibstoffquelle nötig gewesen, um sich dort noch viel länger zu verstecken, ohne Aufmerksamkeit auf den öden Welten rund um Tassra oder bei den ahnungslosen Elkor im Salahir-System zu erringen. Auf der Heretikstation, wurde Legion, wie Legion sie nennt, befindet sich ein Datenkern, der mittels Signalbündelprojekt über gewaltige Entfernung senden kann. Ungefähr 6,6 Millionen Kopien von G-Software sind auf der Station gespeichert, der Großteil davon körperlos auf Servern, die nur im Bedarfsfall auf Plattformen mit Beinen heruntergeladen werden. Die Population der Station von Plattformen mit Beinen beträgt ungefähr 2,4 Millionen. Gesamtlänge 20,5 Kilometer, Breite 11,3, Gesamthöhe 11,3. Also das ist die Länge, das ist die Breite und die Höhe ist halt eben von da... Ach da. Krass. Dicke der äußeren Panzerung 8 Meter. Bruttogewicht 1,55 Milliarden Tonnen. Population 6,6 Millionen Kopien. 2,4 Millionen Plattformen, davon 1 Million eingelagert. Na dann auf da. Ja, Legion definitiv und Grunt. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Ah, göttlich. Achtung! Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Sie umlegen oder ihnen alle Zähne ziehen. Wo liegt da der Unterschied? Tot sind sie in jedem Fall. Wenn sie ihnen den Kampfgeist nehmen, was bleibt da noch übrig? Warum haben sie das nicht gesagt, bevor wir an Bord kamen? Wir wussten nicht, dass das Virus schon fertig ist. Es kann gegen die echten Geth jederzeit eingesetzt werden. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Es sind Ihre Leute, Legion. Sie müssen doch eine Meinung haben. Es sind neue Daten. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Wir werden im Verlauf der Mission zu einem Schluss kommen. Umschreiben ist unethisch. Nö, eigentlich nicht. Wenn es um eine organische Spezies ginge, hätten wir ein ethisches Problem. Geth sind aber keine organischen Lebewesen, auf die man unsere Moralvorstellungen übertragen sollte. Das ist logisch. Einen Menschen zu schlagen ist also nicht okay, aber sie zu schlagen schon?
Wir würden keinen Schaden nehmen. Ihre Faust vielleicht schon. Keine zwei Spezies sind identisch. Jede muss nach ihren eigenen Verdiensten beurteilt werden. Jede Spezies so zu behandeln wie die eigene ist Rast. Der Geist beider Formen okay. von Leben kann geformt werden. Bei organischen Wesen kostet das Zeit und Mühe. Bei synthetischen Lebensformen muss man nur eine Datei auswechseln. Warum wurde das jetzt abgebrochen? Das war Kacke. K-A-C-K. Sie schlafen. Wir können. Verdammt, ich sehe sie nicht. Wir sind entdeckt worden. Ärger! Das hätte ich. Ja. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Das ist eigentlich voll schlau. Wenn das so ist, dürfte es doch nicht schlimm sein, die Heretics umzuschreiben, oder? Sie sind wie abgetrennte Gliedmaßen ihres eigenen Körpers. Das Umschreiben kommt dem Wiederannähen eines amputierten Armes gleich. Um Ihre Metapher weiterzuführen, Sie haben sich selbst von unserem Körper abgetrennt, eigene Perspektive angenommen, eigenes Urteilsvermögen. Sie haben beschlossen, Sovereign zu verehren. Ich glaube nicht, dass Ihnen allzu viel entgehen würde. Jeder Blickwinkel ist sinnvoll, selbst wenn er falsch ist. Wenn wir nachvollziehen können, warum eine falsche Sichtweise akzeptiert wurde. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass der gelegentliche Selbstbetrug organischer Lebensformen nützlich für die Analyse unserer Denkprozesse ist. Gehen wir weiter. Ja. Ich mag die Geht irgendwie in der Hinsicht. Sind unkompliziert. Nicht so wie Menschen. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Zur Kenntnis genommen. Ja, übernehmen wir doch einfach. Warum nicht? Zur Kenntnis genommen. Zielkontakt. Fehler 40, ich weiß schon. Oh, wieder Schleichi. Machen wir doch einfach jetzt mal. Nehme unteres Ziel ins Visier. Du brauchst egal, die sind gar nichts im Visier nehmen. Ich wette, wenn die darüber gehen, passiert gerade gar nichts. Muss ich doch machen, oder nicht? Nein? Ich untersuchen bringt ja auch nichts. Ah, das noch einer, deswegen. Muss die also ausschalten, die Verteiler. Da geht's. Okay, da müssen wir lang. Tag. Und zu Hause. Nein. Aber hier, auf dem Stockwerk. Hör ich doch. Neutralisierung mittels Präzisionsgewehr.
öffnen. Hätten ihr Ziel. Echt cool, dass man die Türme übernehmen kann. Dass das sogar was bringt, weil dann Gegner kommen. Sind sichtbarer als ihr denken. erstmal hier vorne. Meins und meins. Und hoch, runter, hoch, runter. Was denn nun? Da lang? Ja. Na dann gucken wir doch mal, was ist hier hinter? Was gibt's hier? Was gibt's hier zu sehen? Sie haben uns gesehen. Führen Sudo-Command aus. Der echt Sudo-Command gesagt? Das Ziel war da. Verdammt! Da. Das. Das und das. Das könnte nützlich sein. Geht Schildstärke. Okay. Die Station ist über 15 Kilometer lang. Der Raum erstreckt sich vermutlich über die gesamte Länge. Das ist nicht gerade wenig. Ne, von dort aus kann man nicht. Ah. Ich glaube ja nicht, hier sind Kisten im Weg. Oder der hier. Oh. Ja, okay, ich sehe, was er meint. Ist ein bisschen. Aber nur ganz wenig. Ja gut, ich laufe richtig. Einer? Oh, ja gut, sowas. Also wieder Verteiler finden. Ich will mal wissen, ob das jetzt egal ist, wenn die überlaufen oder nicht. Hallo? Steckst du mit deiner Waffe nicht in mein Sichtfeld? Dankeschön. Hier war ich doch. Da ist der Verteiler, okay. Ich frage, ob es hier noch mehr Verteiler oder ist es nur der eine? Fehler. Nein, geh doch. Fehler. Zielkontakt. Sind definitiv mehr. Distanzschuss im Ziel. Ah. Oh, entschuldigt. Oh mein Gott, es tut mir leid. Das war nicht beabsichtigt. Es kommt noch einer, Moment. Ich hoffe, ich habe mich jetzt beruhigt. Also mit der Nase. Eieiei, was war das denn jetzt gerade? Vor allem so plötzlich. Was ist das? Ein Server? Prozessoren. Jeder enthält tausende von Geth. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Die Heretics haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, eine Gelegenheit, sie anzugreifen. Wenn sie das vor ihrem Weggang beschlossen hätten,
hätten wir es in ihren Gedanken gehört. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Die Schattenseite der Freiheit ist Verantwortung. Die anderen haben eine schlechte Entscheidung getroffen und müssen nun damit zurechtkommen. Sie sind für deren Entscheidungen nicht verantwortlich. Ein logisches Argument für einen individuellen Geist. Wir sind nicht wirklich Individuen. Teile von uns sind in den Heretics. Und möglicherweise irrt sich einer von ihnen. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Ich wäre eigentlich für Umschreiben. Damit hätte man... Ja, gut, ne? Übernehmen Gefechtsturm. Schon. Übernehmen ihr Ziel. Man würde... Ach Gott. Ja, man darf sich moralisch sehen, das ist das Problem. Entschuldigt. Ist es das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Zur Kenntnis genommen. Achtung! Hallo? Kapazitätsauslastung. Abbruch. Aber kann also nur zwei übernehmen. Sie sind durch meine Schilde durch! Übernehmen Gefechtsturm. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Geht mir, wir sind echt gut, muss man sagen. Führen zu. Warte, jetzt muss ich nachladen, war klar. Hört er mir nicht? Zu weit weg wahrscheinlich. Komm, ach, man kommt hier nicht mehr rauf, okay. Da ist er tot. Führen Sudo-Command aus. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Ja, das hast du schon zweimal, dreimal gesagt jetzt. Ja, dann machen wir was als Kugana. Den Turm da hinten kann ich nicht übernehmen, der ist zu weit weg. Ich verletz niemand. Au. Gott, gleich tot. Ah, es kommt. Okay. Ja, wenn ihr hochkommen wollt, dann kommt her. Aha. Hat seine Schilder regeneriert? Datensuche und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen?
Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Was hält Sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in Ihre Hand. Guck mal, es sind 573 zu 571. Also theoretisch haben die 573 eine Mehrheit. Von daher. Wenn Sie umgeschrieben werden, werden Ihre Leute Sie dann wieder aufnehmen? Werden Sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden Ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich, Sie hätten das früher erwähnt. Zurück zum Schiff. Im Laufschritt, Leute. Wo lang? Da, okay. Eieiei, jetzt hat noch zurückrennen. Hoffentlich ohne Gegner. Natürlich geht. Ich bin kurz vor Exitus. Alter! Es war mehr als knapp. Oh Gott, du bist groß. Eieieiei. Oh, okay. Das war mehr als massiv viel Zeit. Das Umschreiben der GT-Retics, GT-Retics wird die Hauptfraktion der Geth deutlich mächtiger machen. Angesichts des Auftauchens darüber könnten sie mögliche Verbündete werden. Obgleich eine längerfristige Zusammenarbeit eher unwahrscheinlich erscheint. Unabhängig davon haben die von der Geth-Station beschafften Daten wertvolle Ansichten in die soziale und technologischen Prozesse bei KIs geliefert. Nietzsche müsste nach Shepards Hilfe bei der Geth-Heretics der Mission loyal gegenüberstehen. Sehr schön. Oh, neues Outfit für ihn. Oh, das müssen wir uns sagen. Das können wir jetzt auch nicht angucken, ne? Nee. Gut. Ein zerstrittenes Haus als Erfolg bekommen. Sehr schön. Aber gut, das war's dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns hier in der nächsten Mission dann wieder. Folge dann wieder. Bis dann. Cheerio.